So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist kurz vor 20 Uhr und heute hat man sicherlich bei einigen Werten starke Nerven gebraucht. Angefangen von Stör, da gab es einen Shortseller-Bericht, den hat die Aktie dann schwer getroffen, ist im Tief bis auf 36 runter gefallen, Schlusskurs bei 44 Euro und die hatte ich ja letzte Woche erwähnt. Hier gab es genau einen Rücklauf an die grüne untere Begrenzung, schrieb noch, wenn die nächsten zwei Tage gut sich über der Marke halten kann, kann man den Stopp hier an das Tief hinsetzen. Ja, die nächsten zwei Tage bzw. der übernächste Tag war schon negativ, aber ist halt ein Setup unter vielen gewesen, was jetzt hier eben nicht aufgegangen ist, aber der Stopp lag hier direkt an dem EMA 200 ohne Schlusskursbasis. Also hat man hier ja gut 10% verloren und das Risiko oder die Chance war 20%, also war trotzdem ein Chance-Risiko von 2 zu 1. Bei den anderen Basiswerten ging es fast genauso heftig zu. Allen voran Silber, die hat heute im Tagesverlauf von 17,75 oder 17,71 innerhalb von einer Stunde fast 1 Dollar abgegeben, um dann wieder bis 17,15 sich zu erholen und aktuell kämpft der Silber um die 17-Dollar-Marke. Und ja, der Ausbruch fand letzte Woche statt. Getradet haben wir hier unten mal verkauft, dann ist hier einmal unglücklich ausgestoppt worden, aber immer bullish für Silber gewesen. Genauso wie beim Gold. Beim Gold läuft eine Long-Position und heute wurde auch jedes Mal mit Gewinn eigentlich veräußert. Hier lag das Hoch schon bei 1270, aktuell knapp unter 1250. Ja, Kauflimit war hier auch hier. Hier ist jetzt eine unschöne Kerze zu sehen, welche sich hier beim S&P 500 eben fortsetzt. Die Tageskerze ist jetzt hier auch negativ. Ich habe ja im Stream gestern geschrieben, ja, beziehungsweise hier Vorsicht ist geboten, dann haben die Asiaten nochmal die Märkte in der Nacht gepusht, dann sah das heute eben nicht erstmal wieder nochmal bullish aus, aber dann im Handelsverlauf hat sich das natürlich dann eingetrübt, das Chartbild. Im DAX hatte ich hier kurzfristig im 15-Minuten-Chart erwähnt, aber eben dann nicht hier getradet. Wenn hier die unter den EMA 10 der Kurs fallen sollte, es war hier der Zeitpunkt oder hier, dann sollte es Richtung 10.300 gehen. Tiefskurs war jetzt hier 10.340. War hier ja, im Prinzip hier oben das bessere Signal. Allerdings auch hier hat sich dann gegen Ende der Markt erholen können, aber nachbörslich mit den US-Indizes bzw. dem US-Abverkauf, teilweise Abverkauf, liegt natürlich die Indikation deutlich im Minus. Also hier wurde auch das Kursziel erreicht zwischen 2115. War klar benannt, dass es hier vorbei sein kann und allerdings für mich erstmal hier nur eventuell eine Rückgang wieder an das Ausbruchsniveau, um dann nochmal kräftig hier durchzustarten für eine 5 bzw. für einen fertigen Impuls sieht es eventuell zu gering aus, aber man muss einfach vorsichtig sein und jetzt nach Trendsignalen schauen in den unteren Zeitebenen, die darf man jetzt auch ruhig
Short handeln nach dieser Kerzenkonstellation. Und das gleiche gilt, Stopp ab, Position im eng absichern und eventuell dann sofort die Gegenposition einnehmen, wenn es nicht weiter runter geht. Hier bei den DAX-Aktien hat sich eben bei der Deutschen Telekom ist zurück in das Ausbruchsniveau gegangen. Und aber auch hier war eben der Tenor, dass hier was fertig sein kann, das darf jetzt ruhig korrigieren und dann nach oben. Diese Ausbruchsszenarien sind eben auch mittelfristig gedacht und immer in den Videos auch angesprochen, dass hier erstmal eine Bewegung zu Ende sein kann. Und bei Bayer zum Beispiel wurde jetzt ja hier dann erstmal genau der EMA 200 getroffen und hier sollte es jetzt erstmal eben auch eine Konsolidierung anschließen. Bei den MDAX-Werten, ja, Dürr ist hier ausgebrochen. Kennt ja jeder, der zuschaut. Da war ich ja nicht mehr optimistisch. Ist auch ein Plus-Setup. Zalando wurde nicht ausgeführt. Eher jetzt auf die Seite legen. Das werde ich auch nächste Woche jetzt nicht mehr jeden Tag im Video zeigen. Das sind aber jetzt alles so von Anfang der Woche die Setups. Da gab es nicht die Kaufzone. Da kam der Kurs nicht rein. Hier oben ist dann eine Shortzone. Das war keine Shortzone, weil er grau war. War zu risikobehaftet, dass es da zu Ende gehen könnte, die Aufwärtsbewegung. Hier bei Hypoport hat sich nichts getan. Und ja, Salzgitter gab es nicht, noch nicht, gab es noch keinen Anlauf an den Wochenwiderstand. Also weiterhin, was soll ich sagen, noch was aktiviert worden ist, wegen den Forex-Setups, das wurde nicht aktiviert. Hier gab es auch, wie man sieht, immer nur ein kurzes Aufbäumen über den EMA 200. Deshalb war auch hier die Stop-Buy-Marke hier oben hingelegt, wurde also nicht aktiviert. Und das Nasdaq 100 Setup wurde ja gecancelt, im Prinzip zum Glück erstmal. Der hält sich heute noch tapfer im Gegensatz zu den anderen Indizes. Was aber aktiviert worden ist, ist das WTI Setup, war hier direkt die Sell-Trigger-Marke genannt worden. Eine Move-Richtung hier unten Richtung 42 etwa wäre möglich, beziehungsweise es kann hier auch schon leicht oben vielleicht drehen. Den Stopp sollte man hier auf das letzte Hoch nachziehen. Das ist hier wirklich sinnvoll. Da hat man das Risiko minimiert auf rund 40, 50 Pips und abwarten, was dann WTI morgen macht. Klar, im schlimmsten Fall war es hier unten. Ist hier schon eine Bewegung fertig und wir sehen eine weitere Aufwärtsbewegung, aber dafür ist eben der Stopp gedacht. Über diesem ändert sich das Chartbild wieder. Danke fürs Zuhören und bis morgen.